Ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, Esprit schließt alle Filialen in Deutschland und 1300 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Grund genug, sich das Profil mal näher anzusehen. Gleich vorab, ich bin mir sicher, dass nicht nur dieses Instagram-Profil dafür verantwortlich ist. Nichtsdestotrotz fällt auf, dass hier im Profiltext nicht beschrieben wird, was ich von dem Profil erwarten kann. Es gibt keine Story-Highlights und auch allgemein sieht das Ganze schon sehr, sehr werblich aus. Was ich mich auch frage ist, wir sind im Jahr 2024, warum wurde am 1. März das erste Mal gepostet? Gibt es Instagram erst seit gestern? In letzter Zeit wird gar nicht mehr gepostet, was man verstehen kann aufgrund der Situation. Aber auch davor wurde das Community Management nur, wenn überhaupt, geliked, aber nicht drauf geantwortet. Und jetzt sind die Kommentare sogar limitiert. Auffallend ist auch, dass von den 89 Beiträgen nur 10 ein Reel sind, wo wir alle wissen, wie wichtig Reels aktuell sind. Was hältst du vom Profil von Esprit? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn du eine Profilbewertung möchtest, hinterlass mir einen Kommentar und teile diesen Beitrag mit deinem Netzwerk.